von 1:1 in Westing. Ja. Sehe ich mit Gerhard schlecht? Nochmal bitte? Hab Sie nicht verstanden. Ja. Ich sagte, spreche ich mit Herrn Treuhard schlecht? Ja, schlecht. Guten Abend. Ja. Guten Abend, wie geht's Ihnen? Ja, so weit, gar so mittelprächtig in etwa. Und bei Ihnen? Ja, zufrieden, soweit gesund, kein Corona, muss man froh sein. Rufen Sie wegen der Waschmaschine an? Ich warte jetzt schon länger. Also nein. Nicht? Nee, Herr Schlecht, ich rufe an, weil Sie sich gerade registriert haben bei uns auf der Plattform, im Internet. Ah, der Mann aus dem Internet. Ja, ich rufe an wegen Ihrer Registrierung bei uns auf der Plattform. Ja, rufen Sie aus dem Internet an? Ja, weil Sie sich registriert haben, Herr Schlecht, bei uns auf der Plattform. Ja. Für den Handel mit Finanzprodukten. Genau, genau. Genau. Haben Sie daran Interesse? Dabei würde ich Ihnen gerne behilflich sein. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also das Geld wird ja nicht mehr dieser Tage. Ne? Ich wollte halt, sag ich mal, dann auch schon mal in absehbarer Zeit dann halt der Familie auch mein schönes Sümmchen halt hinterlassen. Ne? Hab ja immer fleißig gespart, aber sag mal, Inflation und so, ne? Nur wenn ich länger das frisst ja gut, Inflation. Ja, das Problem hat jeder, das ist richtig. Ja. Nochmal bitte. Schauen Sie, Herr Schlecht. Ich habe gesagt, Inflation, das hat ja jeder das Thema. Das ist richtig. Sag ich, das betrifft ja alle Inflation. Ja. Ja, ja. Herr Schlecht, darf ich Ihnen dabei behilflich sein, das Handelskonto zu aktivieren? Ja, sind da denn, sag ich mal, noch weitere Sachen notwendig? Ja, also ein bisschen Bürokratie muss leider sein. Naja, sagen wir, soll ich mir quasi da mal was unterschreiben, nehme ich mal an. Nee, das machen wir alles online, im Internet. Internet, ja. Da hat mir mein Enkelsohn vor ein paar Wochen alles mal eingerichtet. Ne, was ist jetzt ja, sag ich mal, okay. Wir sind ja früher öfter mal im Park gewesen, aber das ist jetzt ja auch zu gefährlich, ne? Ja, richtig. Und jetzt habe ich der mir hässlich. Da quasi angeeignet, wie man sich, sag mal, so Serien und Filme im Internet halt angucken kann, nicht wahr? Okay, also Herr Schlecht, schauen Sie. Ja. Lassen Sie uns zusammen mal ins Internet gehen, dann erkläre ich Ihnen das Schritt für Schritt, wie wir das machen. Ist das okay? Ja, soll ich den Computer jetzt wieder anmachen? Ja, achso, haben Sie den gerade zugemacht? Ja, dann machen Sie wieder an. Ja, einen Moment bitte. Ja, weil ich habe ja im Prinzip, ich versuche das ja, sag ich mal, immer so ein bisschen auf die spätere Zeit zu verlagern, weil ich habe noch den Luxus hier bei den Stadtwerken, ich habe so einen alten Vertrag, ne? Das ist fast so alt wie ich. Und ich habe noch diesen Tag-Nacht-Strom-Tarif. Und da ist das halt günstiger, wenn man das dann nachts alles macht. Richtig. Also auch die Waschmaschine, die ist ja... Sag mal, defekt momentan, deswegen die Frage, ob Sie wegen der Waschmaschine anrufen. Nein. Sie haben da nicht zufällig Ahnung von, weil mir, sag mal, diese Dichtung entgegengekommen. Nee, keine Ahnung. Schade, aber danke. So, ich hab den jetzt angemacht. Soll ich mich als Administrator anmelden? Melden Sie sich an, wie Sie sich immer anmelden. Wie bitte? Melden Sie sich an am Computer, wie Sie sich immer anmelden. Ja, also mit Passwort halt und so, ne? Ja, melden Sie sich an, wie Sie sich immer anmelden. Jawohl, das habe ich... Moment, ich find immer die Taste nicht. Ja. Wo ist denn das P nochmal? Nee, das ist das Q. Da ist es. So. Ich wäre dann soweit, also der Computer sozusagen. Okay, also Sie haben den Computer jetzt angemacht. Der ist angemacht, ja, und ich bin auch angemeldet. Okay. Gehen Sie mal bitte in Ihre E-Mails. Nochmal bitte? Gehen Sie bitte mal in Ihre E-Mails. Ins Arbeitszimmer? Was soll ich da denn? In Ihre E-Mails. E-Mails. In Ihr E-Mail-Programm. Gehen Sie mal in Ihre E-Mails. Ich hab da, sag ich mal, jetzt kein spezielles Programm für. Ich mach das ja, sag ich mal, über einen Browser, ne? Im Prinzip, ne?
Okay, gehen Sie in den Browser. Ja, ist das egal in welchen? Google Chrome. Ja, gut, den habe ich auch. Da mein Enkelsohn, der hat mich ja im Prinzip gut ausgerüstet. Ja. Okay. Schauen Sie erst nicht. Ja, so. Was soll ich jetzt? Jetzt? Ja, ich erkläre Ihnen das Schritt für Schritt. So, jetzt gehen Sie mal in Ihre E-Mails rein. In Ihr E-Mail-Programm. So wie wenn jetzt Ihr Enkel Ihnen eine E-Mail schickt, gehen Sie jetzt mal da in Ihr E-Mail-Programm. Ja. Was weiß ich, was Sie haben, DMX oder Yahoo oder Gmail oder, ja, oder, oder. Das ist ja schon Gmail, ne? Das ist ja Industriestandard heute. Ja, ist egal. Ich habe GMX, das ist Geschmackssache. Gehen Sie einfach einmal in die E-Mails. Das war mir gerade viel zu schnell. Ich habe Sie gar nicht verstanden. Hallo? Ja, ich bin noch da. Also gehen Sie in das Gmail-Konto. Ja, das von meinem Enkel, sagen Sie? Ja. Nein, Ihr E-Mail-Konto. Sie haben ja jetzt bei der Aktivierung ein E-Mail-Konto angegeben. Gehen Sie jetzt mal in dieses E-Mail-Konto rein. Weil da haben Sie eine E-Mail von uns bekommen. Ja, öffnen Sie diese E-Mail mal. Gehen Sie okay. Ja, ich bin am, das ist ja das Problem, sag ich mal, scheint ja ein Stromkreislauf generell zu liegen. Das ist nur nicht nur die Waschmaschine aufgefallen, sondern auf der linken Hemisphäre des Wohnbereichs, sag ich mal, auch die Lampen. Und da muss ich da, sag ich mal, um Verzeihung bitten, dass ich die Tasten ein bisschen suchen muss, weil es ist Regenwetter und entsprechend dunkel, ja? Ja, kein Problem. Da steht Willkommen an Bord. Ich glaube, ich habe das gefunden. Ah, okay, Sie haben die Willkommens-E-Mail gefunden. Öffnen Sie diese. Nochmal bitte. Öffnen Sie diese E-Mail. Willkommen. Genau, ja. Öffnen Sie diese Willkommens-E-Mail. Ist da eine Feierlichkeit bei Ihnen? Bitte? Havi, bitte? Was ist da? Ich habe es nicht verstanden. Ich hatte gesagt, wie bitte? Ja, ich auch. Ich hatte gefragt, ob da schon mal eine Feierlichkeit stattfindet bei Ihnen. Nein, das ist nur die Hintergrundmusik vom Radio. Ach so, das ist ja sehr irritierend. Mhm. Ich denke dauernd, Sie sprechen mit mir. Nein. Ach so. Ja, nicht, dass ich da, sag mal, dass ich denke, ich führe Selbstgespräche. Ne? Das mache ich ja im Prinzip nur, wenn niemand zuhört. Also, ja, öffnen Sie mal die E-Mail. Ja, muss mal kurz meine Brille nehmen. Das ist alles so klein. Ne? Ich habe das mal mit dieser Bildschirmlupe probiert, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. So, da steht Willkommen an Bord. Sind Sie auf dem Schiff? Ja. Ja, es ist nur metaphorisch gemeint. Ja, das habe ich schon verstanden. Ich bin ja nicht von vorne. Wenn auch aus dem letzten Jahrtausend wohlgemerkt. Ne? Ich bin auch aus dem letzten Jahrtausend. Alles gut. So, ja, ich hätte jetzt gedacht, dass Sie gerade erst da, sag mal, Sie hören sich so jung an. Nee. Ich gehe schon auf die dritte Mal 18 zu. Also, jetzt schauen Sie. Mit 18 sind Sie aber noch sehr jung. Nein, ich habe gesagt, das dritte Mal 18 mache ich jetzt bald voll. Haben Sie eine Zeitmaschine? Jetzt. Nein, Herr Schlösser, also, Folgendes machen wir jetzt. Ja? In der E-Mail steht doch ein Passwort. Ja, das ist sehr. Das sieht mir aber nicht so sicher aus, ne? Ja, das ist ja auch nur ein einmaliges Passwort, das werden Sie dann ändern. Enten? Nochmal bitte. Das ist ja auch nur ein einmaliges Passwort, das ändern wir jetzt. Notieren Sie sich dieses Passwort bitte. Ja, ich glaube, das kann ich mir gerade noch merken. Okay, darunter steht Login oder Einloggen. Ja. Klicken Sie auf dieses Login oder Einloggen Fenster, was Sie da sehen. Ja, muss ich gerade einmal nachprüfen. Ich habe das heute echt nicht so mit den Tasten. Da sagt ungültige E-Mail-Adresse. Also Sie haben jetzt die E-Mail-Adresse eingegeben.
Aber ich habe mich verschrieben. Er sagte immer noch. Ja, dann schauen Sie nochmal. Okay, schauen Sie nochmal nach. Lassen Sie Zeit. Ja. Das ist ja schrecklich. Der sagt falsche E-Mail. Okay, Sie haben jetzt Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort eingegeben? Nochmal bitte? Sie haben Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort eingegeben? Ja. Okay, also die müssen Sie natürlich richtig eingeben. Ich arbeite. Schauen Sie nochmal rein, ob da... Ja, schauen Sie nochmal, ob da vielleicht ein Leerzeichen ist oder irgendein Zeichen an der falschen Stelle. Schauen Sie es nochmal an und das Passwort auch nochmal angeben. Ich prüfe das. Ja, machen Sie das. Also vielleicht bin ich ja auch, ich habe ja, sag ich mal, mehrere Adressen. Das sollen ja die Leute sollen ja nicht wissen, was ich so im Dark Web treibe. Welche habe ich denn da genommen nochmal? Vielleicht habe ich das einfach vergessen. Also, nein, hören Sie. Das E-Mail-Konto, was Sie da gerade gesehen haben, wo die Willkommens-E-Mail war, diese E-Mail-Adresse nehmen Sie. Ja, das probiere ich ja gerade. Und Sie sind im Dark Web unterwegs? Ja, natürlich. Das ist aber schon fortgeschritten für jemanden, der das erst gerade erlernt hat, alles? Ja, so mein Sohn, der Enkelsohn, der hat mir das, sag ich mal, gezeigt, wo man, sag ich mal, so kostenlos an Sachen rankommt. Mhm. Kennen Sie das auch? Hallo? Ich glaube, ich hab's geschafft. Okay. Was haben Sie jetzt? Da werde ich jetzt im Prinzip von einem Briefumschlag gefragt, ob ich gute Handelsgelegenheiten verpasst habe. Ich weiß jetzt aber nicht die Antwort. Lassen Sie das bitte. Konzentrieren Sie uns auf das Anmelden. Ja, das steht noch da mal. Ja. Aber haben Sie die Anmelde... Ich habe mich ja angemeldet. Ja, okay, dann... Nein, noch nicht. Na doch. Haben Sie sich angemeldet? Was sehen Sie denn da? Ne, da ist ein Umschlag und da steht wieder ein paar gute Handelsgelegenheiten verpasst. Mit 101 Investing wird Ihnen das nicht passieren. Mhm. Dank Excel-Zeitmarktanalyse, sofortigen Kurswarnungen, Finanzprognosen und Berichten zu, was soll das denn heißen, markterschütternden Ereignissen, können Sie auf jeden Trainingsmoment so reagieren. Warten Sie bitte. Wie bitte? Herr Schlecht, hören Sie mir bitte kurz zu. Ja. Nachdem Sie sich angemeldet haben, was haben Sie dann gesehen? Na, das, was ich jetzt gerade versuche, Ihnen vorzulesen. Okay, dann haben Sie sich nicht angemeldet, weil, wenn Sie sich anmelden, nochmal, gehen Sie nochmal in die E-Mail. Ist die E-Mail von Support... Da unten steht jetzt, los geht's. Soll ich da noch drauf drücken? Ich drück da mal drauf. Ja, sagen Sie mir dann, was dann passiert. Ja, da ist jetzt ja immer wieder ein Fenster gekommen, also ein Window. Da steht, vielen Dank für Ihre Anmeldung. Ihr Login und Ihr Passwort wurden an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. Und da steht jetzt unten, ich soll die Datenschutzbedingungen und die Geschäftsbedingungen lesen. Soll ich da drauf drücken? Ja, okay. Sehen Sie dort irgendwo, also was wir sehen müssen ist, stellen wir uns einander vor. Sehen Sie das? Ja, da bin ich jetzt im Prinzip. Okay, so, jetzt beginnt der eigentliche Prozess. Jetzt geht es darum, Ihr Konto zu verifizieren, nach den Vorgaben der Regulierung und Lizenzierungsbehörde, der wir unterstellt sind, der SciSec. Das was jetzt bitte? Bitte ich Sie einmal dort, also eine Finanzaufsichtsbehörde, reguliert und lizenziert uns. Das heißt, die geben die Spielregeln vor, wie wir hier zu verfahren haben, was hier wie gemacht werden muss.
welche Daten von unseren Kunden abgefragt werden müssen und so weiter. Also ja? Die BaFin. Genauso wie zum Beispiel. Sagen. Ja, zum Beispiel. Die BaFin ist auch eine Finanzaufsichtsbehörde. Es gibt sehr viele in Europa. So. Bitte geben Sie jetzt dort mal Ihre Adresse und das Geburtsdatum ein. Also, wenn Sie in die Adresse gehen. Also ich sag mal, die E-Mail-Adresse, ja? Die haben Sie ja im Prinzip schon. Nein, sonst Moment. Sie mir ja nicht schreiben können. Ihre physikalische Wohnanschrift, wo das Sie physikalisch mal, wohnen. Das ist ja mal fortgeschrittenes Vokabular, da muss ich Sie ja mal, sag mal ein Kompliment aussprechen. Ja, geben Sie bitte mal die Adresse jetzt ein. Ja. Da kommt ja automatisch die Postleitzahl, das ist ja Luxus. Genau, das ist eine Vereinfachung für Sie, genau. So, wenn Sie dann Ihre Adresse ausgewählt haben, dann bitte das Geburtsdatum. Vollständig ausschreiben, also als Beispiel 0101-1900XY, ein Punkt und Strich, das wird selbst automatisch gesetzt. Okay, so. Soll ich da jetzt auf Fortfahren drücken? Wenn Sie alles eingegeben haben, klicken Sie auf Fortfahren bitte und sagen Sie mir dann, was dann kommt. Da steht, es ist uns nicht gelungen, die angegebene Adresse zu finden. Okay. Ich habe die Hausnummer vergessen. Moment. Ich gerade. Okay, dann geben Sie sie bitte nochmal ein. Sie können es da nochmal ändern. Und dann wieder auf Wegfahren drücken. Fortfahren. Ja, ja. Jetzt hat es funktioniert. Da steht jetzt was von 10.000 Euro, habe ich da im Prinzip jetzt, sag ich mal, schon Gewinne erzielt, also, sozusagen. Moment, ich erkläre Ihnen das jetzt. Also da steht, tätigen Sie erste Einzahlung. Sehen Sie das? Nochmal bitte? Da steht jetzt ganz oben, tätigen Sie erste Einzahlung. Sehen Sie das? Ja, ja, ich habe inzwischen auch meine Brille gefunden. Die war quasi direkt vor dem Monitor. Da habe ich die extra abgelegt und selbst da finde ich die nicht. Manchmal komme ich mir vor wie so ein Maulwurf. Alles klar, kein Thema. So, schauen Sie jetzt. Würden Sie mir den Gefallen tun und mich ab sofort mit Herr Maulwurf ansprechen? Nein, das kann ich leider nicht machen, weil Ihr Name Herr Schlecht ist. Na gut. Aber ein bisschen Spaß muss so auch sein, oder nicht? Natürlich, natürlich, ja, aber ich möchte ja nicht beleidigend sein. So. Ja, also, wenn ich Sie auffordere, da kommt das ja keiner Beleidigung gleich. Ich würde Sie ja nicht zu ehrrührigem Verhalten aufrufen. Okay. Gut, schauen Sie. Da steht ja jetzt, tätigen Sie erste Einzahlung, richtig? Ja, ja, genau. Genau, so. Das bedeutet, Sie können jetzt ein Guthaben auf Ihr Handelskonto einzahlen. Der Herr Schlecht mit einem Guthaben, das ist ein guter Wortwitz. Ja, richtig. Verstanden, gut und schlecht. Ja, ich hab's verstanden. Ja, also ich dachte ja schon, das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn sei mal so ein schlauer Junge wie Sie das nicht verstanden hätte. Nee, es ist alles angekommen, kein Thema. So. Gut. Schauen Sie. Also, Sie können jetzt dieses Guthaben mit Kreditkarte, mit Online-Banking oder mit PayPal aufspielen. Wie würden Sie das gerne machen? Also mich würde ja primär, sag ich mal, bevor ich da jetzt, sag ich mal, die Kohle rüberwachsen lasse, interessieren, was ich daraus denn machen kann.
Ja, schauen Sie. Sag mal, prinzipiell, sag mal, ich bin sag mal, selbstständig gewesen, sag mal, ich sag, zahlungsmitteltechnisch, sag mal, habe ich alles verfügbar. Jetzt geht es ja nochmal darum, sag mal, das Interesse zu festigen, weil ich möchte mich ja, sag ich mal, auch ja, mal ein bisschen informieren vorher, ne? Also, Sie haben ja sich hier eingetragen für ein Handelskonto. Ja, genau. Das gibt es wie folgt. Ich kann Ihnen natürlich nicht seriös sagen, wie viel Sie gewinnen daraus. Ja, ja, ich habe Ihnen auch nicht vorschreiben. Ich habe jetzt auch nicht auf einen Cent genau erwartet. Lassen Sie mich kurz bitte, lassen Sie mich kurz bitte ausreden und fertig ausführen. Also, Sie können jetzt, wie gesagt, ein Guthaben ausspielen. Die Höhe ist natürlich selbstverständlich Ihnen überlassen. Wenn Sie zum Beispiel das zum ersten Mal machen, würde ich Ihnen jetzt auch nicht raten, mehr wie 500 Euro erstmal einzuzahlen. Ja. Ja. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wie viel Sie dort gewinnen. Das kann ich Ihnen natürlich nicht seriös sagen, weil der Finanzmarkt ist etwas, was natürlich auch mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Das ist ganz klar und ganz eindeutig auch zu sagen, weil das Risiko am Finanzmarkt spielt mit, so wie im echten Leben ja auch. Sie können nichts machen, Sie können ja auch kein Geld vermehren, wenn Sie nicht, sage ich mal, auch einen gewissen Betrag erstmal riskieren dafür. Das heißt, Sie müssen sich jetzt überlegen, ob Sie zum Beispiel sagen können, okay, ich möchte 250 Euro zum Beispiel als Startkapital erstmal einzahlen und mal mehr anschauen, wie das Ganze funktioniert und was ich damit auch machen kann. Mhm. Ja? Wenn Sie sagen, okay, das möchte ich machen, dann sind Sie herzlich willkommen, das zu machen mit den genannten Einzahlungsmethoden. Und dann können wir uns halt mal anschauen oder Sie sich anschauen danach mit dem Kontomanager, den Sie erhalten, den Senior Account Manager. Den was? Der zeigt Ihnen auch nochmal ganz den Kontomanager, also das ist der Senior Account Manager. Ja? Der zeigt Ihnen dann nochmal auch auf, was Ihre Möglichkeiten sind, das Potenzial, die Risiken, etc. Es wäre mir aber, sag ich mal, in Corona-Zeiten jetzt nicht so lieb, dass da einer vorbeikommt. Ne? Das würde ich gerne unterlassen. Nein, nein, nein. Das geschieht alles telefonisch, so wie ich das jetzt ja auch gerade mache. So. Ja, aber sag mal, okay. so eine grobe Richtung, sag mal, in welche Richtung der Zug fährt, sag mal, das müssen Sie mir ja schon erzählen können, oder? Ja, ich habe Ihnen ja gerade gesagt, was mehr kann ich Ihnen dazu ja nicht sagen. Naja, sag mal, so grob. Schauen Sie, ich kann Ihnen ja nicht sagen, passieren kann. Nein. Doch. Ich kann Ihnen nicht sagen, dass Sie mit 250 10.000 Euro gewinnen können oder sonstiges. Das wäre nicht seriös. Ja. Deshalb unterlasse ich solche Aussagen. Nee, nochmal. Ich nagel Sie ja da Sie sind nicht gerne eingeladen. Mich interessiert, nee. Sag mal, so ein Durchschnittswert. Das wird ja, sag ich mal, Marketinganalysen bei Ihnen geben. Sie werden ja, sag mal, Ihren Geschäftsbetrieb analysieren. Kann ich keine Aussagen dazu treffen? Wer kann das denn? Weil Sie haben ja betriebswirtschaftliche Kennzahlen, müssten solche Werte ja hergeben, nicht wahr? Schauen Sie, nochmal kann ich Ihnen anbieten, das jetzt zu aktivieren, das Konto. Mehr kann ich da nicht machen. Solche Zahlen stehen mir nicht zur Verfügung. Und was passiert ja, dann machen, nach dem Aktivieren? Wo kommt das Geld dann her oder halt auch nicht? Ist das Internetgeld? Da habe ich ja mal einen Beitrag drüber gelesen. Nochmal? Ist das Internetgeld? Da gab es ja mal einen größeren Schritt. Frage nicht. Naja, ob da, sag mal, wo das Geld herkommt, das Sie müssen mich auch aussprechen lassen. Ja, Sie lassen mir immer eine Frage nicht stellen. Weil da gab es schon mal was mit den Kanadiern, dass sie das Internet dann boykottieren, wenn die von dem Internetgeld nichts abbekommen. Mhm. Und das ist halt die Frage, ob das damit zu tun hat. Haben wir nichts mit zu tun. Gut. Sie zahlen hier Euros ein und der Gewinn wird auch in Euro ausgezahlt. So. Jetzt nochmal die Frage, möchten Sie eine Einzahlung tätigen und das Konto aktivieren oder nicht? Ja. Und sag mal, wie lange dauert dann, bis sich da, sag ich mal, eine Bewegung einstellt? Was machen Sie denn dann mit dem Geld? Das klärt oder das erklärt Ihnen der Senior Account Manager. Ja, aber Sie können doch nicht erwarten, dass ich Ihnen jetzt einfach Geld gebe, Moment, um jede Information.
Sie haben sich ja interessiert für ein Handelskonto, deswegen sind Sie ja zu uns gekommen. Ja, aber ich gehe ja auch nicht zum Autohändler und schmeiß dem eine Kasse Geld auf den Tisch. Da will ich ja auch wissen, was die Karre kann oder nicht. Genau, Sie gehen dorthin und sagen, ich möchte das und das Auto. Und dann zeigt er Ihnen was und dann können Sie die Tasche Geld auf den Tisch legen. Ja, und jetzt wären wir beim Punkt mit dem Zeigen dann, bitte. Können Sie mich da mal durchs Portal führen? Ja, nochmal. Welches Portal? Naja, das von Ihnen. Ja. Das ist so also die Nummer mit den, das ist so das mit den Dogecoins, oder, bei Ihnen? Also die Homepage, die können Sie sich gerne selbstverständlich anschauen. Oben links ist die gelbe 101. Wenn Sie da draufklicken, können Sie sich die Homepage anschauen. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, ich bin für die Kontoaktivierung zuständig. Daher nochmal die Frage, wollen wir das jetzt zusammen aktivieren, das Konto, oder wie wollen wir weiter verfahren? Auf jeden Fall. Und Sie haben aber auch diese Dogecoins, oder? Ja, Dogecoin können Sie auch bei uns handeln, das ist möglich. Nee, Dogecoin wollte ich ja haben. Nicht, dass wir uns so missverstehen. Nein. Wie bitte? Verstehen wir uns nicht. Ha? Verstehen wir uns nicht. Nein, ist nicht der Fall. Also haben Sie nicht. Haben wir. Ja, was kosten die denn? Also ich hätte da gerne ein paar mehr auch, nicht wahr? Weil so ein Einzelner, der bringt ja nicht viel. Nochmal, Sie kaufen diese Währung nicht, Sie handeln damit. Ja, ja, Sie das sind ist ja auch eine Handelsplattform. Das ist ja mein Anliegen nein, im Prinzip. Nein, Sie haben eben gerade gesagt, Sie wollen das kaufen. Sie haben gefragt, was der kostet. Ja, ja, natürlich. Sie sind okay, aus einem Handelsbetrieb. Nochmal, wollen Sie das Handelskonto jetzt mit einem Guthaben ausstatten oder nicht? Ja, weil natürlich. Ansonsten brauchen wir nicht weiterzumachen. Gut, welche Einzahlungsmethode ist für Sie von Interesse oder wollen Sie nutzen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was wollen Sie wissen, bitte? Mit welcher Einzahlungsmethode möchten Sie Ihre Einzahlung jetzt machen? Kann man bei Ihnen mit und Bitcoin bezahlen? Nein. Das ist schlecht. Dann ich habe hab ja schon gesagt, Kreditkarte. Nochmal? Kreditkarte, PayPal oder Online-Banking? Ja, dann nehmen wir die Bank, würde ich mal behaupten. Haben Sie ein Online-Banking-Zugangsdaten da? Das ist so wahnsinnig laut bei Ihnen. Es ist ganz schlecht zu verstehen, was Sie sagen. Können Sie mal irgendeine Ecke gehen, wo das ruhiger ist, bitte? Haben Sie Ihre Online-Banking-Zugangsdaten? Ja, das ist alles auf dem Telefon. Das ist ja ist mit diesem, wie heißt das nochmal? TAN-Generator. Nein, Sie brauchen... Der TAN-Generator ist zur Freigabe. Ja, deswegen, ja. Das haben ist ja Sie das Ihre Zugangsdaten zum Online-Banking? Ja, natürlich. Gut, klicken Sie bitte auf den Betrag, den Sie hier als Guthaben einzahlen möchten. Nee, Sie haben eben haben Sie gesagt, ich soll oben auf das gelbe Investing klicken. Ah, okay. Ich schaue mir jetzt gerade die Kursbewegungen von Boeing an. Aber ich kann den Dogecoin nicht finden. Wir müssen zu den Kryptowährungen gehen. Wo ist das? Ist das weiter unten? Nein, das ist unter den Produkten zu finden. Also wissen Sie, was ist schlecht? Ich lasse Sie jetzt mal alleine mit der Homepage, da können Sie sich das mal anschauen. Also ich möchte dann rufe ich mich morgen mal an. Also mein Enkelsohn, der hat jetzt ja im Prinzip nächste Woche Geburtstag. Und mein Plan war ja im Prinzip, dass ich dem 3 Dogecoin zum Geburtstag schenke. Also ich wollte die im Prinzip ausdrucken. Und dann so nochmal einen Rahmen lassen. Können Sie bei uns nicht. Okay, also ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Wir lassen es jetzt erstmal. Also wenn Ihnen schlecht wird, sollten Sie schnell einen Eimer nehmen und sich nicht mehr... Haben Sie so einen Drehstuhl, sagen Sie. Ja, sollten Sie das vielleicht unterlassen. Okay, wie gesagt, nochmal, letztmalig die Frage, wollen Sie das Konto jetzt aktivieren? Dann gehen Sie bitte ins Konto rein. Ja, aber ich bin doch jetzt auf der Seite von Boeing. Was muss ich denn jetzt machen, dass ich da wieder hinkomme? Oben rechts sind die drei Striche. Drei Striche?
Nee, da ist also mal bei Ihnen auf der Seite, ja, also nicht beim Monitor. Ja. Ja. Oben rechts, gleich sicher, haben Sie? Ja, das habe ich. Okay, und dann finden Sie Einzahlung. Ach, da ist es ja. Sie kennen sich gut aus, mein Kompliment. Wo sitzen Sie eigentlich, sagen Sie mal? Auf Zypern. Auf Sylt? Zypern. Zypern, was machen Sie da denn? Ja, da sitzt unsere Firma. Das ist aber seltsam. Warum sitzen Sie denn da auf Zypern rum? Als das ist steuerliche Gründe. Nochmal was bitte? Also wir sitzen auf Zypern, weil unsere Firma hier einen Hauptsitz hat. Ach so, ist das einmal wie die Amerikaner, die dann, sag ich mal, da auf den Kaimaninseln, sag ich mal, die Komodowarane im Prinzip, keine Ahnung, da, sag mal, denen ausweichen im Prinzip. Da erst bei YouTube, sag mal, so eine Reportage gesehen, die Tage. Also, gehen Sie bitte jetzt auf die Einzahlung. Kann das sein, dass Sie schlechte Laune haben, junge Frau? Also, wir lassen das Gespräch jetzt, wir beenden es an dieser Stelle. Weil ich glaube, dass Sie nicht ein Interesse haben, das weiterzuführen. Na, ich bin ein Hühnchen, okay, ich bin sowieso nicht geschäftsfähig. Brack, brack!